Ja, grüß Gott zusammen. Max Meister mein Name. Ich sage nachher noch kurz was zu mir. Ich habe die ganz undankbare Aufgabe, den letzten Vortrag von sozusagen den Firmenbeispielen zu leiten, weil wenn man den ganzen Tag zuhört, dann fällt einem zu jedem Vortrag irgendwas Schlaues ein und dann will man das in seine Rede mit einbauen, um dann noch schlauer zu wirken. Und jetzt habe ich aber festgestellt, ich lasse das alles weg und mache den genauso, wie ich mir das überlegt habe. Okay, also wir sind im Endspurt. Mein Ziel ist grundsätzlich, Ihnen einfach mal zu zeigen, oder in dem Fall euch einfach mal zu zeigen, was kann man denn machen, wenn man in kleinen Schritten vorwärts geht. Ich möchte nichts zu anderen Ansätzen zu sagen. Also in dem Fall ist das tatsächlich einfach nur ein Ansatz, der für uns, für die Firma Ludwig Meister, gut funktioniert bisher. Genau. Also unser Erfolg von heute ist morgen schon von gestern. Das ist die freundliche Übersetzung für Innovate or Die. Ich kann mit dem Titel nicht ganz so viel anfangen, weil wir grundsätzlich einfach Optimisten sind. Okay, ein Teil muss ich noch sagen. Ich habe das große Problem, dass ich nicht nur aufpassen muss, dass Sie verstehen, was ich sage, sondern ich muss auch noch das Richtige sagen, weil ich habe wichtige Mitarbeiter von mir dabei und die kennen sich auch noch aus mit dem, was ich erzähle. Und deswegen ist der Druck relativ hoch. Okay, also erste Frage. Wer hat so in den letzten 12 Monaten ein IT-Projekt gestartet, kleinere, mittlerer Natur ungefähr? Okay. Und wer hat eins von denen gegen die Wand gefahren? Okay, gut, sind schon weniger. Also in dem Fall gehöre ich da auch dazu. Möchte ich kurz was sagen. Wir haben eine Preisbildungssoftware eingeführt und das war der klassische Top-Down-Approach. Und zwar, mir hat das saugut gefallen. Und dann haben wir die in Betrieb genommen und haben eigentlich nach 2 Monaten gemerkt, dass das von den Mitarbeitern überhaupt nicht benutzt wird, weil die Ergebnisse zwar gut sind, aber ja, die Usability war nicht gut und ähnliches. Warum erwähne ich das zum Einstieg? Weil ich der Meinung bin, dass das aber auch nicht schlimm ist. Man muss halt einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und ich bin kein Fail-Fast, Adapt und ähnliches Typ, aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn man nichts macht, geht es in der Regel nicht gut aus. Genau, hier, die wichtigste Zahl steht nicht drauf. Wir sind ungefähr 300 Mitarbeiter, familiengeführter Betrieb. Wir haben mit ganz viel Glück schaffen wir 105 Millionen dieses Jahr, verschicken 650.000 Positionen, haben 80.000 Artikel auf Lager und 12.000 kaufende Kunden. Zu mir noch schnell ein Wort oder zwei. Ich habe irgendwann mal Maschinenbau studiert, habe das aber seit vielen Monaten nicht mehr benutzt. Und ich sage immer, geboren 82 und seitdem gut gelaunt. Das ist mir nämlich auch wichtig zu sagen, weil bei allem dem, was wir in allen Medien lesen und in dem Fall, Lennart, wir kennen uns gut, ich kann mit dem ganzen Pessimismus manchmal nicht so viel anfangen, weil ich finde, dass er eher lähmt, als dass er motiviert, weil wenn man jemanden anschreit und sagt, werd innovativ oder du stirbst, das funktioniert, finde ich, nicht so gut. Also dementsprechend, wir sind insgesamt ein relativ optimistischer Haufen. Genau, auf dem Foto sieht man noch meine Kinder und meine Frau. Dementsprechend versuche ich am Freitag pünktlich daheim zu sein. Genau, anfangen möchte ich mit einer Geschichte. Und zwar, wir sind ja hier auf dem Digital Commerce Day. Und zwar, was bedeutet für uns Digitalisierung? Für mich bedeutet Digitalisierung das Ergebnis der folgenden Geschichte. Ich mache einmal im Jahr Kartoffelknödel selber. Und weil danach die Küche ausschaut wie die Sau, sagt meine Frau, ich soll das bitte in der Firma machen und danach soll ich da sauber machen. So, jetzt immer am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir dahin. Traditionell habe ich nach dem Abendessen auch dann am nächsten Tag sozusagen ein bisschen Bettschwere und einen dritten Weihnachtsfeiertag. Aber auf jeden Fall machen wir da immer die Knödel. Und da gibt es zwischendrin ein paar Pausen. Ich habe das zusammen mit meinem Schwager gemacht. Der ist beim Motorradclub Kreuzberg. Und wollte mal wissen, wie bei uns so Digitalisierung funktioniert. Und dann habe ich gesagt, bestell mal deine Ersatzteile und wir gucken einfach mal, ob nachher bei uns die Roboter hier losfahren in der Kommissionierung. Okay, haben wir ein paar Witze gemacht. Er hat sich die Teile rausgesucht und hat bestellt, in dem Fall einfach hier MCK Account bei Ludwig Meister. Und dann haben wir, in dem Fall gestehe ich, unser Bier geschnappt und sind einfach mal Richtung Logistik losgegangen. Und in dem Fall kann ich sozusagen den Stolz nicht verhehlen, weil es war wirklich cool, weil als wir ins Lager rein sind, sind die Roboter schon gefahren.
Und das ist für mich Digitalisierung und das ist für uns Digitalisierung. Wenn ich einfach von A bis Z alles automatisiert habe und wenn ich keinen EDI-Import habe, wo irgendeiner draufschauen muss oder ähnliches, sondern wenn die Prozesse einfach sauber funktionieren. Und so ticken wir und deswegen ist das meine Beispielgeschichte für erfolgreiche Digitalisierung. Genau, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Genau. Also, ich war auf sehr vielen E-Commerce-Konferenzen und da habe ich viele coole Shop-Systeme gesehen und da haben wir Wahnsinnspräsentationen, was alles passiert. Das war nicht unser Ansatz, sondern wir haben das eher Ludwig-Meister-Style gemacht. Das heißt, wir haben uns um die Hausaufgaben gekümmert, um die Prozesse im Hintergrund und so haben wir angefangen bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Und zwar haben wir angefangen im Einkauf wirklich das Thema automatische Disposition zu starten. Dann haben wir das Thema Logistik nach vorne gebracht, dann das Thema E-Business. Aktuellstes Projekt war ein CRM und was da ganz oben steht, wissen wir noch nicht. Und jetzt halt möchte ich kurz im Detail auf die einzelnen Stufen eingehen. Wenn ich zu schnell bin, wäre es praktisch, wenn jetzt schon ein paar Fragen formuliert sind, damit dann keine peinliche Pause entsteht. Muss man dazu sagen, was haben wir gemacht? Wir haben den Ludwig-Meister-Bestellvorschlag entwickelt und weil wir uns eher auf den Inhalt konzentrieren und in dem Fall nicht auf das Erscheinungsbild, heißt es genauso langweilig, wie ich es gerade eben gesagt habe. Grundidee war, dass wir vollautomatisch mit allen Verkaufsdaten, die wir im System haben und mit allen Bestelldaten und mit allen bestellten Positionen eigentlich automatisiert disponieren und eben nicht mehr Listen durchgehen, Min-Max-Bestände und ähnliches pflegen. Möchte ich ganz kurz auf die Reise eingehen. Wir haben da angefangen ganz klein mit einer Artikelgruppe und unter uns gesagt, das hat auch am Anfang nicht funktioniert. Da sind die Verkäufer immer gekommen und haben gesagt, ja, aber Herr Meister, ihr habt überhaupt nicht die richtigen Produkte bestellt. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt war es dann so, wir hatten schon die richtigen Produkte bestellt, aber zu spät. Und am Ende war es so, dass wir tatsächlich eine relativ gute Verfügbarkeit haben. Und was man jetzt halt hier links unten sieht, sind die offenen Bestellungen und auf der rechten Seite alle Aufträge. Und die Zeile, die für mich die tollste ist, die sieht relativ langweilig aus, die heißt WBZ 14 Tage. Das ist die vierte von rechts. Wir berechnen heute vollautomatisiert für 2,5 Millionen Artikel jede Nacht die Wiederbeschaffungszeit, die Reichweite, die Sollreichweite und gleichen das dann den Tag über mit Veränderungen ab. Und da sind wir nur hingekommen, weil wir eigentlich Schritt für Schritt vorwärts gegangen sind. Wir haben einfach mal angefangen und haben dann realisiert, dass die Ergebnisse von der Software, die die Software vorschlägt, irgendwann besser geworden sind als das, was unsere ausgefuchstesten Verkäufer eigentlich davor immer gesagt haben. Heute ist es so, wir haben eine Verfügbarkeit, also wir haben 2,5 Millionen Artikel ungefähr angelegt bei uns. Wie ich schon gesagt habe, verkaufen wir oder haben wir 80.000 auf Lager und wir verkaufen im Jahr ungefähr 160.000 verschiedene. Das heißt, auch hier ist es so, wir haben noch eine lange Reise zu gehen, damit wir da auch immer das Richtige auf Lager haben, aber ansonsten oder trotzdem sind wir mit den Schritten schon ganz zufrieden. Wenn ich jetzt weiter drücke, kommt ein Video. Ich habe keine Ahnung, ob Sound kommt oder nicht. Das ist auf jeden Fall einfach ein kurzer Blick bei uns in die Logistik oben. Sage ich gleich was dazu. Genau, also das Video habe ich hinten abgeschnitten, deswegen ist der Sound dann nicht ausgefadet, aber es funktioniert trotzdem. Also, in dem Fall kein Geheimnis, wir haben bei uns eine Autostore-Anlage, was bei uns das Besondere ist, wir haben die IT-Anbindung auch komplett selber gemacht. Die hatten wir zuerst extern vergeben, haben dann aber im Projekt gemerkt, dass wir eigentlich mit den Ergebnissen unserer Partner da nicht ganz zufrieden sind und deswegen haben wir uns selber hingesetzt. Für uns war das das größte einzelne Digitalisierungsprojekt in der Geschichte. Das liegt daran, also wer von Ihnen ist denn ein klassischer B2B-Händler? Okay, ja, die Hälfte. Wenn Sie mich gefragt hätten, wie viele kundenindividuelle Prozesse haben wir bei uns in der Logistik, dann hätte ich gesagt 5. Ja, da haben wir aber realisiert, dass wir weit über 100 haben.
Und dann hat bei uns, in dem Fall unser IT-Leiter hat gesagt, ja, also über 100 verschiedene Kunden individuelle Prozesse können wir jetzt hier nicht mehr umsetzen. Wir machen jetzt mal einen. Es war eine relativ harte Zeit, hatte aber den Vorteil, dass wir alle IT-Prozesse in der gesamten Logistik Stand heute eigentlich auf 2 Standardprozesse runtergebrochen haben und bei uns gibt es keine Ausnahmen mehr. Und das ist, oder so sehen es wir zumindest, ist ein Riesenvorteil, weil man nicht mehr so viele Sondersachen organisieren muss und wenn der Praktikant dann einmal nicht dran denkt, nach der Kaffeepause die kundenindividuellen Etiketten genau auf das Ding zu kleben, dann hat man kein Problem mit dem Kunden, sondern es läuft einfach im Standard mit. Ich glaube, den ersten Fall kennt der ein oder andere. Für uns ist der große Vorteil, dass wir dadurch, dass wir die Software selber entwickelt haben, alle Masken im Wareneingang, im Warenausgang, in der Verpackung, die kommen alle von uns. Und warum ist das ein Vorteil? Weil wir haben davor viele Skizzen gemacht und heute sieht keine einzige Maske so aus, weil man einfach im Betrieb merkt, wenn man das selber macht, dass die Ideen, die man am Schreibtisch hatte, eigentlich nicht so gut funktionieren. Da muss man wirklich selber hin und das mal ausprobieren und dann sieht man, was man verändern muss. Ein kleines Nebenprodukt ist, wir wissen Stand heute für jeden Lieferanten, wie viele Sekunden wir im Wareneingang für eine Position zur Verbuchung von ihm brauchen. Inklusive Like oder Dislike, ob das gute Anlieferung war oder nicht. Und plötzlich kann man Supplier Education machen, die den Namen meiner Meinung nach auch verdient. Auf der Kundenseite ist es so, dass wir auch von jedem Kunden wissen, wie viele Sekunden wir für welches Produkt gebraucht haben. Und auch hier ist es so, wenn man in Richtung einer Vollkostenbetrachtung einer Kundenbeziehung gehen will, sind es meiner Meinung nach Daten, die man dafür auf jeden Fall verwenden sollte. Hätte das jemand am Anfang gesagt, hätten wir alle gesagt, keine Chance, das werden wir nie wissen, du bist ein Traumtänzer. Aber wenn man es einfach mal macht und wenn man anfängt, sieht man plötzlich Sachen, die so in keinem Lastenheft gestanden wären. Genau, dann Thema E-Business. Muss man dazu sagen, da stehen jetzt viele Punkte drauf, das nehme ich lieber mal mit. Muss man dazu sagen, für uns war nie Digitalisierungsstrategie eine Webshop-Strategie, sondern Digitalisierung war für uns auch in dem Bereich E-Business eigentlich eher um die Prozesse im Hintergrund und das war für uns immer im Fokus. Was wir gemacht haben, als wir mit dem neuen Webshop online gegangen sind, haben wir uns ziemlich stark versucht, wirklich mit Personas in den Kunden reinzuversetzen. Weil man dazu sagen muss, dass man im Alltagsgeschäft die Diskussionen relativ schnell abdriften, weil jeder kennt diesen einen Kunden, der genau diese Anforderung hat und genau 2-mal im Jahr kauft, aber das sind vielleicht nicht die Kunden, die entscheidend sind. Also korrekte Auswahl von Personas ist meiner Meinung nach immer noch ein wichtiges Thema. Was haben wir gelernt? Also in dem Fall muss ich sagen, viele Berater haben gesagt, B2B wird B2C und die Usability muss passen und das ist alles wichtig. Ich gestehe, in dem Fall haben wir dazugehört und ich habe das auch geglaubt, aber als wir dann da ganz tief in diesem B2B-Shop-Projekt drinnen gesteckt sind, haben wir festgestellt, dass die B2B-Funktionen, die man braucht, doch tatsächlich schon nochmal ganz schön unterschiedlich sind. Und deswegen glaube ich, muss man bei solchen Projekten auch immer drauf gucken, ob das sozusagen die generellen Annahmen da auch wirklich zutreffen. Entschuldigung. Wir machen immer noch fast wöchentliche Updates. Man muss dazu sagen, wenn ich Ihnen jetzt eine Hockeystick-Kurve präsentieren wollte, dann kann ich zum Thema Webshop nichts sagen, weil die Umsatzentwicklung ist zwar positiv, aber das nicht, rechtfertigt nicht die Investitionen, die wir in das Projekt getätigt haben. Wir glauben aber trotzdem dran und deswegen machen wir auch einfach weiter. Hat in dem Fall den Vorteil, dass das eigentlich bei einem Familiensonntag relativ schnell geklärt ist. Früher ist der Shop bei uns mitgelaufen, das war einfach keine hohe Priorität, aber wir wollten eigentlich auch nach außen ein Bild irgendwann mal zeigen, das zu Ludwig Meister passt, weil wir glauben, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Was man sagen muss ist, das war in dem Fall für meine Schwester und für mich nicht ganz so einfach in dem Projekt, weil das war das Projekt, wo wir am häufigsten überstimmt wurden. Das heißt, wenn ich das aufgeschrieben hätte, wir haben nicht die Software genommen, die wir wollten, wir haben nicht den Warenkorb dahin gebaut, wo wir den wollten und ähnliches. Also das war für das General Management eine steile Lernkurve. Ich bin aber froh, dass wir das gemacht haben, weil ich da auch immer glaube, dass neue Gedanken und neue Mitarbeiter, die mit anderen Ansätzen kommen, einfach auch wirklich da einen Mehrwert geschaffen haben.
Genau. Was haben wir jetzt letztes Jahr gemacht? Wir haben ein CRM selber gebaut, wobei man dazu sagen muss, CRM trifft es meiner Meinung nach eigentlich nicht, sondern für uns ist es eher eine automatisierte Analyse des Kundenkaufverhaltens in Kombination mit ein paar CRM-Funktionen. Warum haben wir uns damit beschäftigt? Weil wir einfach festgestellt haben, durch die zunehmende Anzahl der EDI-Anbindungen, die wir realisiert haben, haben wir ein bisschen den Kontakt zu den Kunden verloren. Das heißt, früher habe ich da einen Fax gekriegt oder eine E-Mail oder ähnliches und die waren auch nicht mehr so oft am Telefon, aber das heißt, der Innendienst kannte die Kundenbeziehung nicht mehr ganz so gut. Und deswegen haben wir gesagt, wenn sich das Kundenkaufverhalten ändert, dann sollten wir das mitkriegen. Und jetzt kommt's. Wir brauchen keine Charts, Diagramme, Drill-Down-Menüs und ähnliches. Das war das, was mir bei der Pricing-Software so gut gefallen hat, also die klassische Manager-Sicht, wo man alles sieht und man hat ein Cockpit, man sieht das ganz toll und dann sitzt man da und analysiert und dann schickt man das zu und am Ende kümmert sich keiner drum. Und deswegen haben wir es in dem Fall andersrum gemacht. Wir haben wirklich als Hauptfunktion bei uns, also hier links als Beispiel, wir erzeugen Nachrichten und wir erzeugen Aufgaben, die wirklich kundenspezifisch sind. Das heißt, da steht nicht drinnen, mach mal mehr Umsatz im Postleitzahlbereich 86, viel Erfolg, hier sind 700 Kunden, sondern da steht drinnen, ruf doch mal bitte morgen den Kunden an, weil die Wiederbeschaffungszeit sich in dem Produktbereich stark verändert und vielleicht müssen wir hier unsere Bevorratung anpassen. Und man muss sagen, die Ergebnisse sind bisher relativ gut. Was hier viel eingeflossen ist, ist tatsächlich auch ein paar oder Learnings, die wir aus dem Pricing-Projekt mitgenommen haben. Genau, kommen wir zurück zum Ludwig-Meister-Style. Wir haben unten angefangen, haben uns durch sozusagen das Backbone durchgewurschtelt und sind immer weiter dann die Treppe nach oben gegangen und sind heute eigentlich auf einem, an einem glücklichen Punkt, und zwar, wir kreieren in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen wirkliche Daten, die wir alle an einer Stelle im ERP, im CRM, an einem Punkt wirklich sammeln und dadurch Kundennutzen kreieren. Und hier möchte ich vielleicht noch mal kurz sagen, hier heute haben sehr viele wirklich tolle Firmen gesprochen, die teilweise wahnsinnig groß sind. Und wenn mir jemand das Bild gezeigt hätte, dass wir irgendwann Daten im Einkauf kreieren, die wir dann automatisiert nutzen, damit wir die im Verkauf und Kundennutzen erstellen, dann hätte ich gesagt, vergiss es, das dauert 8 Jahre, bis wir da sind, das klappt nicht und wir hätten es nicht unterstützt. Aber dadurch, dass wir einfach Schritt für Schritt, Zug um Zug wirklich weitergegangen sind, haben wir plötzlich eine Situation, wo uns ganz neue Ideen kommen. Und das ist eigentlich die Hauptmessage. Wenn man vorwärts geht, dann ist am Ende ein Bild möglich, das man am Anfang sich nicht getraut hätte zu malen. Was jetzt in dem Fall genau, der Podcast ist schon erwähnt, da sage ich gleich noch was dazu. Hinter den 3 Punkten ist ein bisschen der Ausblick, weil ich mich auch nicht traue zu sagen, also wir beschäftigen uns jetzt die nächsten 12,5 Monate exklusiv mit dem Thema Pricing und danach haben wir die Nuss geknackt und diese Niederlage ist abgehakt. Keine Ahnung, was da kommt. Auf jeden Fall werden wir nicht aufhören. Ziel ist, dass wir im Thema sozusagen in der Darstellung von Daten uns ein bisschen verbessern. Also das ist der Ausblick für morgen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da Tableau-Junkies braucht oder wie auch immer, aber wir werden was finden, sodass wir Datenanomalien besser erkennen können. Wir wollen im Einkauf, damit ich auch ein Buzzword genannt habe, mal ein bisschen Machine Learning ausprobieren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir suchen uns da jetzt zumindest mal Partner, wo wir beginnen können. Im Thema Kundensegmentierung sind wir klassisch deutscher Mittelstand, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber auch jetzt nicht gerade best in class. Also hier müssen wir auch noch ein bisschen besser werden. Und nächster Punkt ist Content Marketing hochfahren zur Lead-Generierung. Deswegen gehe ich morgen gleich in die Masterclass vom Arne und hoffe, dass ich da viel lerne. Insgesamt fahren wir Social Media hoch. Hier keine Ahnung, ob das was bringt. Manchmal finde ich es komisch, wenn ich mich da selber aus Instagram angrinse in der Früh. Aber wir werden sehen, ob das was bringt. Und jetzt als letztes von den Punkten, wir haben extrem pünktlich, also gestern Abend sind wir mit dem Podcast live gegangen.
Der wird heißen Max und die Supply Chain Helden. Und das Ziel davon ist, dass wir eben auch mal über die positiven Beispiele sprechen, wo aus dem Bereich Einkauf, Logistik, Digitalisierung drumherum, E-Commerce einfach Firmen erfolgreich sind, wo es erfolgreiche Projekte gibt, weil ich der Meinung bin, das fehlt eigentlich ein bisschen in der Medienlandschaft. Da wird zu viel negativ gesehen. Wenn hier sich irgendjemand zum Supply Chain Helden berufen fühlt, einfach mir eine E-Mail schreiben, max@supplychainhelden.de. Ich melde mich gerne und freue mich über jeden Gast. Also in dem Fall freue ich mich wirklich, weil ich habe noch nicht so viele. Muss man dazu sagen, da gibt es sehr viele Empfehlungen, was man im Podcasting machen soll. Und dann steht da drinnen, man braucht mindestens 6 Folgen, damit man mal in Urlaub gehen kann und Ähnliches. Also wir haben das jetzt eher so ein bisschen einfach mal angefangen. Genau. Dann, was ist der Ludwig-Meister-Style? Das wollte ich einfach noch sagen. Nicht den Großen nachjagen, predigen wir immer wieder, weil in der Regel macht einen das nicht glücklich. Unser Ziel ist eher, dass man sich mit früher vergleicht, mit der Leistung letzter Woche, was man da für Projekte durchgezogen hat und dass man sich über jede kleine Idee freut und wenn man besser ist, dann ist der Anspruch, besiege dich jede Woche wieder. Genau, dann zum Abschluss noch. Das wollte ich nur noch mal sagen. Make or buy ist unserer Meinung nach nicht unbedingt die richtige Frage, weil wir haben festgestellt, selbst wenn man eine Software kauft, dann ist es halt einfach damit nicht getan. Da hängt viel dran. Man muss customizen, man muss es auf den Betrieb anpassen. Also dementsprechend sollte man hier vielleicht eher rangehen und wirklich noch mal aufschreiben, was der konkrete Nutzen ist. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Und die größte Schwäche bei dem Punkt sind Geschäftsführer. Und zwar, das Wichtigste ist, dass die Teams und die Projekte so klein sind wie möglich. Warum ist der Geschäftsführer da die größte Schwachstelle? Weil, wenn ein Kunde vor mir sitzt und sagt, Herr Meister, bei dem und dem Prozess, das funktioniert so nicht, dann ist es einfach, sich zurückzulehnen und zu sagen, ah toll, da haben wir ein ERP-Customizing-Projekt in der FIBU, Finanzbuchhaltung, die machen das noch mit. So, jetzt rede ich mit 10 Kunden und hänge 10-mal mein Problem an dieses Projekt dran. Und schon wird es nie realisiert. Das wollte ich nochmal sagen. Also Projekte und Teams so klein wie es geht, weil dann die Chance höher ist, dass es überhaupt realisiert wird. Genau, und in dem Fall einfach nur nochmal zur Zusammenfassung. Einfach anfangen, mutig sein, nicht aufhören und wirklich nicht zufrieden sein. Und das ist, gestehe ich, für jeden, der im Alltagsgeschäft auch ordentlich eingebunden ist, teilweise ziemlich anstrengend. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich erstaunlich wenig Punkte vergessen habe. Sie können mich kontaktieren bei Real Max Meister. Bei LinkedIn bin ich der Max Meister 82. Wenn Sie den Vortrag sympathisch fanden, können Sie sich bewerben auf ludwigmeister.de/karriere. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie mal den Podcast abonnieren und mir ein bisschen Feedback geben. Genau, das war's schon. Vielen Dank. Ja, Max, vielen Dank. Trink erst mal einen Schluck. Ja, ich moderiere deine Trinkpause so lange weg. Sehr anschaulich, glaube ich, gezeigt, was ihr da macht. Und sagen, immer gut gelaunt, aber nie zufrieden. Könnte ja jetzt schon das Summary sein. Komm ruhig mal ein bisschen vor. Ja, brauchst dich nicht hinter dem Tisch verstecken. Dann können wir zusammen auf den Screen schauen, was denn so die Fragen sind, die da reingekommen sind. Lass uns oben anfangen. Welche Shop-Software ist im Einsatz und was hat die Einführung gekostet? Und feel free not to answer any detail. Vor allem, weil ich es teilweise nicht weiß. Also wir haben als Shop-Software selber haben wir PIMCore im Einsatz. Und sage ich mal, wir haben aber relativ viel, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, im eigenen ERP umgebaut und wir haben eine relativ aufwendige Schnittstelle gebaut, sodass das datenhaltende System eigentlich das ERP ist. Und du hast schon ein bisschen über Online-Marketing gesprochen, über die Masterclass von Arne, die du morgen besuchen wirst. 72% deines Shop-Traffics kommen über SEO. Warum machst du denn nicht auch noch andere Marketingkanäle und stützt das damit? Weil ich so beschäftigt war, den Vortrag hier zu machen. Nein, keine Ahnung. Also bin ich schuld quasi. Nee, ist in dem Fall tatsächlich so. Wir haben also im Anfang diesen Jahres beschlossen, dass wir das nochmal komplett umstellen und dass wir insgesamt das Projekt Content Marketing, SEO und insgesamt unser Marketing nochmal neu aufstellen.
Und wir sind, glaube ich, auf einer ganz guten Ausgangsbasis eigentlich. Und wir hoffen, dass wir das in Zukunft stärker nutzen können. Aber da bin ich nicht der Profi. Eine Frage zum Abschluss, die ich auch immer wieder erstaunlich, die Antwort, die ich schon kenne und immer wieder erstaunlich finde. Wie viele IT-Mitarbeiter hast du? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil wenn ich das jetzt sage, dann sagen die, wir sind viel zu wenig. Also ich würde sagen, wir sind bei uns insgesamt neun Menschen in der IT-Abteilung. Sehr schön. Also ja, ein kleines Team auch da und ja, das sorgt dann für Realisierung. Genau. Die Korrelation geht ja auf. Ja, genau. Und weil die sozusagen meine schlechten Ideen ablehnen, sind sie deswegen so produktiv. Sehr gut. Sehr selbstreflektiert. Wunderbar. Und hier oben steht's, die ersten 15 Abonnenten hast du schon mal sicher. Super Typ. Max Meister, nochmal einen großen Applaus. Vielen Dank. Und auch Dankeschön. Du kriegst einen Rucksack. Ja, danke schön. Max.